Am Samstag kamen die Tanzfreunde im NH-Hotel in Dessau-Roßlau auf ihre Kosten. In Aufwärm- und Schnupperkursen wurde ungezwungen getanzt und das ein oder andere Vergessene wieder neu gelernt. Somit wurden die Tanzpaare locker, denn... Es ist die 9. lange Dessauer Tanznacht. Die Gäste erwartet heute 4 Tanzflächen und auf diesen Tanzflächen bieten insgesamt 6 Partner, Tanzschulen und Tanzclubs hier nahezu 18 Tanzkurse an, vom Einsteigerlevel über Fortgeschrittenen bis zum Masterlevel. Also rundherum ein Tanzvergnügen in Form von Tanzkursen seit 19.30 Uhr und dann jetzt bis gegen 22.30 Uhr. Zur 9. Auflage hatte man ein neues Konzept, denn anders als sonst wurde ausschließlich in einem Haus, aber in 3 Sälen getanzt. Olaf Bülow erklärte, warum man sich für nur eine Location entschieden hat. Wir wollten zur kalten Jahreszeit einen zentralen Ort gern haben, wo die Gäste flanieren können. Also sie haben hier in 3 Sälen 4 Tanzflächen, wo sie aber nicht durch die kalte Februar-Jahreszeit müssen. Und deshalb haben wir das Angebot und diese freundliche Gastgeberschaft, die das NH-Hotel seit 9 Jahren jetzt schon auszeichnet für die Tanznacht, gern angenommen. Und es ist für uns ein Warmlaufen für die 10. Tanznacht im nächsten Jahr und dann wieder hier im NH-Hotel, wieder auf 4 Tanzflächen in 3 Sälen und deshalb in der kalten Jahreszeit drin. Und wir hoffen, dass die Gäste ihren Spaß haben heute. Mindestens 20 Schnupperkurse und Tanzanleitungen luden zum Mitmachen ein. Showtanzeinlagen unterschiedlichster Stile machten Appetit auf eine ganze lange Nacht des Tanzens. Gestaltet wurde dieser Abend von 6 Tanzschulen bzw. Clubs aus Dessau, Roßlau und erstmal auch aus Zerbst. Das war aber nicht das einzige Neue, was es zu erleben gab. Also 2 Tänze hatten wir noch nicht im Programm. Das ist zum einen, läuft aktuell gerade hinter mir, Kizomba. Das ist der afrikanische Tango. Und durch Tanzpaare aus Leipzig werden wir heute Abend für die Tanzfabrik in Dessau erstmalig Lindy Hop anbieten. Und nachdem fleißig gelernt und geübt wurde, konnten die vielen Paare auf 2 Tanzflächen bis spät in die Nacht nach Belieben ihr neues Wissen ausprobieren.